bin an dem Dienstag am 17. März bin ich aufgestanden und ich hatte keinen Plan. Also ich glaube, ich bin noch selten so leer daheim in der Küche gestanden wie an dem Morgen. Die Angst hat uns ja am Anfang extrem geleitet, oder? Also die Bilder, die wir bekommen haben von Bergamo, also das sitzt mir echt im Nacken. Also so als Pfarrerin mitzubekommen, wie dort einfach Menschen einsam haben müssen sterben, ohne irgendwelche Angehörige. Wie sie in Särge gepackt wurden, sie wie abgeführt oder in Wegen. Also die Bilder, ich glaube, die haben uns schon auch sehr geprägt. Ich glaube nicht so positiv. Wenn ich an meinen Job denke und an meine Arbeitssituation denke, dann wird die Pandemie im Bereich der Finanzen ganz grosse Löcher reissen, wo wir nachher ganz, ganz stark wieder schauen müssen, so, und was ist jetzt in unserem Umfeld, also was ist im Rahmen der Stadt möglich? Ich musste das ausschalten. Ich musste das weggehen, weil ich so viel anderes im Kopf hatte. Es ist so viel anders gelaufen. Und wenn dann am Abend dort gesessen bist und mal ein Tränchen runtergelaufen ist, dann musste ich nicht noch den ganzen Mist, der draussen war, auch noch hören oder hören.